herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, wir sind heute wieder beim Hotel hier. Und Moment mal, heute ist einfach das große Gerichtsverfahren. Ja, ja, heute ja. Entscheidet sich, ob das Ganze hier einfach abgerissen wird oder wir eventuell erstmal ein bisschen weitermachen müssen. Ich denke nicht, dass wir bei dem Gerichtsverfahren damit rauskommen, dass wir auf einmal keine Schulden mehr haben. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Wir haben ja trotzdem Dienstleistungen in Anspruch genommen, etc. etc. Das bedeutet, entweder wir haben hier eine Fristverlängerung vielleicht oder halt die restlichen Tage von dem Monat. Oder wir verlieren und das Hotel kommt einfach weg. Ich würde sagen, wir müssen erstmal heute abklären, was alles noch gemacht werden muss. Es steht noch eine Menge an. Deswegen erstmal Hallöchen, was gibt's Neues? Hey ihr, heute ist es soweit, das große Gerichtsverfahren beginnt. Habt ihr schon alles vorbereitet und eure Zeugen etc.? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben noch keine Zeugen. Stimmt, unser Anwalt kommt ja auf jeden Fall uns verteidigen und er meint, es wäre ganz nice. Hätten wir auf jeden Fall einen Zeugen, der vielleicht aussagt, dass er irgendwas gehört hat, wie lange wir die Frist hatten, die Schulden abzubezahlen. Oder dass jemand hier es echt so nice findet und vielleicht aussagt, dass das Hotel auf jeden Fall irgendwie da bleiben muss, weil es halt so cool ist. Okay, sonst noch irgendwas? Dann würde ich euch empfehlen, schleunigst einen Zeugen zu finden, der wenigstens für euch aussagen kann, dass das Hotel nicht abgerissen werden darf. Ja, das machen wir. Das heißt, wir fragen einfach mal ganz kurz in den Zimmern ganz frech nach. Beeilt euch! Okay, okay, oh, okay, ja, ja, okay. Das machen wir schnell. Das bedeutet, ich frage jetzt erstmal hier. Moment mal, Zimmer 1.3. Hey, hast du vielleicht Lust für uns auszusagen? Gericht? Das ist nichts für mich. Okay. Okay, schnell, wir müssen uns beeilen. Wir wissen ja auch nicht ganz, wann der Rest kommt. Hey, hast du vielleicht irgendwie Zeit und Lust, heute für uns auszusagen? Sorry, aber das kann ich nicht für euch tun. Okay, verständlich. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt auch nicht so Lust auf ein Gerichtsverfahren. Das ist bestimmt auch ein bisschen anstrengend. Okay, wir fragen hier nochmal nach. Hallöchen, hast du vielleicht Lust, für uns auszusagen heute? Nee, sorry, okay. Es wird ein bisschen enger, Epic. Wir haben zum Glück ja noch die Leute aus den ganzen anderen Bungalows. Hey, hast du vielleicht heute Lust und Zeit, uns kurz zu helfen und für uns im Gericht auszusagen? Nee, sorry, okay. Epic, keiner von den vier hier unten möchte für uns aussagen. Och nein, das ist ganz und gar nicht gut. Nee, das ist halt wirklich nicht gut. Okay, wir fragen nochmal oben nach. Hallöchen. Ja, 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 ja. Wir fragen erstmal hier nach. So, hallo Celine, Moment mal, du findest es doch bestimmt hier richtig nice, du bist ja auch eine von unseren VIPs. Würdest du für uns heute im Gericht aussagen? Hey, ich finde das Hotel echt super, aber ich bin vor Gericht bestimmt keine Hilfe. Und nein, vielleicht ist sie schüchtern oder sowas oder würde irgendwas Falsches sagen. Ja, das können wir dann verstehen. Nicht, dass unsere Zeugin oder unser Zeuge am Ende irgendwas sagt, was echt nicht gut für uns wäre. Nunu, wie sieht's aus? Möchtest du vielleicht vor Gericht für uns aussagen? Ich sag mal so, wenn ich zum Gericht müsste, hätte ich am Ende vielleicht die meisten Probleme. Was ist denn da los? Och nein. Vielleicht hat Nunu ein paar Probleme. Okay, Epic, ich würde sagen, wir fragen oben nochmal nach und vielleicht gehe ich in der Zeit schon mal nach da hinten. Aber ich bin mir echt unsicher, ob wir mit guten Neuigkeiten wieder zurückkommen. Und die letzte sagt auch, ich glaube nicht, tut mir leid. Sie hat mir sogar einen Cookie geschenkt. Oh. Hier, den kriegst du, bitteschön. Dankeschön. Damit haben wir einfach alle Leute gefragt und keiner will für uns aussagen. Das ist natürlich ein Träumchen. Was machen wir denn dann jetzt? Jetzt können wir nur Aussagen halten, ne? Ja, das stimmt. Oder vielleicht können wir als Beweis noch unsere vielen Kundenrezensionen irgendwie vielleicht darlegen. Weißt du, was ich meine? Stimmt, wenn wir das sehr viele machen. Positive Bewertungen auf einmal bekommen, und zwar vom Hacker, aber ist ja egal. Ich meine, irgendwelche Beweise sind natürlich besser als keine. Wir müssen da irgendwas zusammenkratzen. Und ich weiß natürlich nicht so ganz, ob unser Personal das Beste ist, weil wir könnten das ja bezahlen, beziehungsweise das Personal wird ja auch bezahlt. Herr Kaschmir ist hier. Oh, hallo, hey, Kaschmir. Hey, alles gut? Was ist denn los? Hey, ich weiß, ihr braucht Hilfe und einen Zeugen. Ich habe es mir lange überlegt, aber jemand Besseren als mich gibt es dafür nicht. Das ist richtig doll gut, Katja, weil Herr Kaschmir hat ja richtig, richtig doll ja, viel Macht gehabt davon. Seinem Beruf. Das stimmt. Das wird uns so, so viel helfen. Das stimmt. Also wenn du das machen würdest, wir wären dir wirklich super verbunden, aber musst du natürlich nicht. Ich würde für euch gegen die Schuldeneintreiber aussagen. Ich werde euch und euer Hotel verteidigen. Ist es okay? Also,
ich glaube, wir müssen dir vertrauen. Wir haben halt sonst gar keinen einzigen Zeugen. Das bedeutet, Herr Kaschmir, du bist am Start. Er ist unser Zeuge. Das hätte ich ja niemals gedacht, dass sowas jetzt kommt. Okay, wir sind bereit. Wir haben einen Zeugen und wir sind eigentlich auch ganz gut vorbereitet. So, Zeuge ist am Start. Dann baut bitte noch schnell ein kleines Gericht auf. Wir mussten spontan den Ort ändern. Okay, das können wir einfach draußen machen. Da machen wir so zwei Seiten, wie es halt in einem Gericht so aussieht. Der Schuldeneintreiber und deren Anwalt, sowie euer Anwalt und der Richter werden in Kürze kommen. Ich hoffe, wir werden gewinnen. Okay, Epic, das bedeutet, wir müssen hier auf jeden Fall mal alles irgendwie so machen. Ich mach mal hier ein bisschen weiter weg das Ganze. Dann können wir vielleicht hier für den Richter das Ganze aufbauen und daneben dann links und rechts unsere Seiten. Welche Seite wäre dir lieber? Links oder rechts? Links. Links, okay. Ich hätte jetzt rechts gesagt, aber gut, okay. Dann machen wir mal ganz kurz hol noch ein paar Tische und alles und dann würde ich sagen, kann es auch schon gleich losgehen. Und ich denke, das sieht ganz gut aus. Sieht auch ein bisschen aus, als würden wir hier wirklich gleich heiraten. Aber ich muss sagen... Ich bin der Richter. Du bist nicht der Richter. Ich wünschte, du wärst der Richter. Okay, das heißt, das ist unsere Seite. Wir haben jeweils noch eine kleine Milch hier hingestellt. Und hier wird dann der Schuldeneintreiber und sein Anwalt sein. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, haben wir hier überhaupt... Das ist die Warteliste, die mache ich mal ein bisschen weiter weg. Mein ganzes Inventar ist so voll. Genau, das sind jetzt hier unsere Pluspunkte und unsere negativen Punkte. Und das ist eigentlich ganz gut. Okay, kannst du das mal ganz kurz nehmen? Ich schenke dir das mal ganz kurz, Dankeschön. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz zumindest. Dankeschön. Okay, demnach habe ich auf jeden Fall unsere Aussagen nochmal, die wir hier gesagt haben. Wir haben eigentlich ja noch länger Zeit. Er hat Sachbeschädigungen auf jeden Fall gemacht. Das Hotel hat 3 Sterne und so weiter und so fort. Ihr kennt die Aussagen, ja. Und ich würde sagen... Demnach sind wir fertig. Herr Kaschmir könnte noch in den Zeugenstand. Der könnte dann einfach hier irgendwo stehen. Ich bin gespannt. Der kann ja gar kein Zeug irgendwie haben. Der Richter, sehr gut. Dann gucken wir mal ganz kurz durch den Eingang, ob vielleicht ein Auto schon angekommen ist. Und dann begrüßen wir alle ganz entspannt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und hoffe natürlich, dass wir das Ganze gewinnen werden, Epic. So, wie wird hier geparkt? Moment mal, es sind neue Autos dazu gekommen. Stimmt. Der Richter, der Richter ist da. Der Schuldeneintreiber ist auch schon da. Okay, Epic, vielleicht stehen die da vorne. Das Tor ist offen. Oh nee, die sind schon reingelaufen bestimmt. Tatsächlich. Oh, sind die schon... Sitzen die schon da vorne? Weil, ja, die sitzen da schon. Wir sind wieder zu spät. Hallo, sorry für die Verspätung. Hallo. Wir wollten euch eigentlich alle nur abholen. Hallo, Herr Anwalt. Hallo, Herr gegnerischer Anwalt. Hallo, Schuldeneintreiber. Und hallo, Georg. Er ist unser Richter heute. Ja, sorry nochmal, ne? So, meine Damen und Herren, Cutter und Epic, sie sind zu spät. Nun gut, fangen wir an. Was sind die Argumente auf der angeklagten Seite? Oh Gott, Epic, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall gut benehmen. Demnach müssen jetzt erstmal die Argumente vom Anwalt, vom Schuldeneintreiber sozusagen vorgestellt werden. Nicht schuldig. Mein Mandant hat nichts getan. Die beiden haben ihn sogar verbal angegriffen. Ich bin dafür, das Hotel abzureißen. Wir haben ihn überhaupt nicht verbal angegriffen. Wir wollten die ganze Zeit wirklich nur hören, warum er jetzt früher gekommen ist, sozusagen, und natürlich die Schulden möchte. Okay, Herr Richter, das stimmt ganz und gar nicht. Das ist halt... Ist ja auch unsere Milch. Okay, das stimmt wirklich nicht, Herr Richter. Und was sind die Argumente von dem Anwalt von Epic und Cutter? Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall was Gutes aussagen. Ja. Nicht schuldig. Wir haben einen Zeugen und fast alle Schulden zusammen. Der Schuldeneintreiber kam und hat sogar hier das Hotel verwüstet. Wir wollen eine Fristverlängerung. Eine Fristverlängerung wäre wirklich das Allerbeste. Was sagen Sie dazu? Nun gut, Sie haben auch einen Zeugen. Was kann er dazu sagen? Stimmt. Oh, Herr Kaschmir, du bist jetzt dran. Hallo, Richter. Hallo Schuldeneintreiber, ich bin hier, um für das Hotel von Cutter und Epic auszusagen. Ich habe eindeutige Beweise, dass die beiden im Recht sind. Oh, er hat eindeutige Beweise? Epic, du musst dich benehmen! Was ist denn los mit dir heute? Okay, was hast du denn für Beweise? Ich weiß, das war zwar nicht abgesprochen, aber ich gebe es zu, ich habe eine Videoaufnahme von dem Moment, als ein Kollege des Schuldeneintreibers den beiden die Frist gegeben hat. Epic! Herr Kaschmir hat uns die ganze Zeit gefilmt, aber das ist wirklich sehr nice. Dankeschön. Schauen Sie sich das an. Und hier ist sogar die Kamera, das heißt, die Aufnahme ist da drauf. Herr Kaschmir, Dankeschön. Ich hole ganz kurz beim Hausmeister einen Fernseher, okay?
Moment mal, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich nehme jetzt hier einfach so einen kleinen Fernseher mit zumindest. Besser als gar nichts. Und Epic, wir können uns dann einfach die Videoaufnahme davon anschauen. Moment mal, wir haben eindeutige Beweise. Gucken Sie sich das an. Moment mal, wir machen das so. Und zack. Und jetzt nur noch das hier irgendwie mit verbinden, glaube ich. Und jetzt können wir uns das Ganze einfach anschauen. Können wir nicht irgendwie einen Aufschub bekommen oder sowas? So ein halbes Jahr oder sowas? Ist es möglich? Oder 2 Monate? Ihr bekommt einen Aufschub. Wirklich? Okay, und wie lange? Von einem Tag mehr? Wir haben einen Monat und einen Tag. Habt ihr das gesehen? Er hat gesagt, wir haben einen Tag und einen Monat. Und das war auf jeden Fall viel zu früh. Das heißt, Epic, das ist ein eindeutiger Beweis der Kaschmir. Das müsst ihr doch gar nicht irgendwie... Ja, das müsste doch gar nicht irgendwie peinlich sein, dass du uns gefilmt hast. Also natürlich, eigentlich soll es dir peinlich sein, aber heute ist es wirklich das Allerbeste, was hätte passieren können. Herr Richter, was sagen Sie dazu? Das ist ein eindeutiger Beweis. Es gibt eine Fristverlängerung von 1 Monat. Der Schuldeneintreiber soll aus seinem Job herausgenommen werden. Epic, wir haben es damit geschafft. Was ist das denn? Wir haben jetzt einen weiteren Monat Zeit, die Schulden zu bezahlen. Das stimmt. Das ist echt nice. Moment mal. Wir haben insgesamt jetzt einen Kontostand von 1,3 Millionen. Uns fehlen nur noch 700.000 und Epic, wir haben einfach sozusagen hier das Gerichtsverfahren einfach gewonnen. Wir haben gewonnen! Wie gut ist das denn? Sehr gut! Sehr nice! So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!